Zombie Apocalypse. I'm innocent. Ich will nur. Oh Gott, was ist das für eine Map? Nur kurz synchronisieren. Admin, Docker. Ja, Mute nicht vergessen, ne? So. Sound läuft. Muten! Bin ich gemutet? Ja, wo war er denn? Oh, Klotzi, ernsthaft, einfach dran vorbeigelaufen. Ja. Ja. Ja, wo war er denn erstmal? Direkt nach dem Spawn. Also wirklich direkt nach dem Spawn. Nicht direkt nach dem Spawn, sondern vor Vitals quasi. Also der Spawngang, aber kurz vor Vitals. Und ich habe im letzten Moment gerade noch den guten Stefan gesehen, wie er drüber gelaufen ist. Obwohl das Licht ausging, ja ich weiß, suspekt, aber er ist halt durch mich durchgelaufen. Und ich dachte mir schon, Licht aus, okay, das wird ein Startkill, zurückgelaufen, direkt gefunden. Ja, ich habe ja echt gesehen, wie das Licht aus war. Ja, aber der Report-Button leuchtet doch ganz grell auf. Ja, was machen wir denn da? Ein ganz dickes Auge auf Krotzi wieder. Ganz dickes. Also so. Als hätte euch jemand das Auge geschlagen, dann schwillt es ja an. Noch dicker. So eins auf Stefan werfen. Dann skippen wir mal. Jo, oder wir kicken Krotzi und wenn der Krotzi es nicht war, dann machen wir Detektiv. Ach, ich bin das. So, und damit willkommen zu Among Us. Ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas überfordert. Ich habe das Spiel noch kein einziges Mal gespielt. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt... Also ich weiß ungefähr, wie es abgeht, aber... Hilfe, ich bin planlos. Wo muss ich denn hin? Ich bin da und ich muss da unten hin. Okay, das sollte, denke ich, machbar sein. Zu jetzt hier rechts. Da ist eine Aufgabe, so. Was? Wie? Ah, okay. Das? Nein. Das completed. So, das ist, wie gesagt, meine allererste Runde. Ich habe noch keine Ahnung, inwieweit das Spiel wirklich kompliziert ist. Ich kenne es nur aus. Das war's? Okay. Ich kenne das Spiel halt nur... Oh nein. Ich kenne das Spiel aber bisher halt nur aus ein paar Streams. Hab's mal gesehen, wie es läuft, wie es funktioniert. Aber selbst gespielt, keine Ahnung. Ich hasse diese Viecher. Ich habe hier zwei Katzen. Die machen mir gerade alles kaputt. Das hat man gerade im Hintergrund gehört. So. Was ist als nächstes dran? Admin. Was? 3, 1, 1, 4. Scheiß Katzen. Das Problem ist, wenn ich jetzt aussperre, dann sind die viel zu laut. Alles klar. Wo hast du den gefunden? Das ist eine gute Frage. Ich kenne die Map nicht. Wenn du durch die Schleuse da durchgehst, gleich einfach bei der wenn man die Schleuse hochgeht, ganz oben an der Ecke. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also genau. Noch in der Schleuse oder im Nein. Raum? Außerhalb von der Schleuse, aber auch nicht in einem von den zwei Räumen, links oder rechts. Also oben an den Kabeln. Genau. Ich habe aber keinen gesehen gehabt. Weil die Frage ist, war ob das du Licht schon aus. Weißt, wie man mit den Vents durch die Gegend springt, weil ansonsten ist es Krotzi, weil Luma war bei mir oben, so. Oben rechts in den beiden Räumen. Ja, Luma war ganz warm. Ja, ich bin gerade, boah, lass mich mal... Ich hab den noch gesehen. Der ist den Admin, ich habe dich gesehen und du müsstest mich auch gesehen haben. Ist das noch Admin? Also ich bin da oben... Bei ja, den Pflanzen ja, du bist überall, da oben, okay, du bist oben bei dem Dreifachraum. Ja, dann sind wir uns als letztes begegnet. Davor habe ich gesehen, ich glaube, das war Terror und davor Krotzi. Glaube ich. Ich weiß allerdings nicht. Ja, ich bin immer noch hart auf Krotzi eigentlich. Ich bin nämlich halt unten aus diesem, wie heißt dieser Gang?
Dekontaminationsgang. Von da bin ich hochgekommen. Ja, genau, von da, da habe ich dich auch gesehen. Genau, ich habe alle drei einmal danach noch gesehen. Ich bin dann durchgegangen. Ja, ich würde jetzt aber trotzdem kein rausholen. Dann, wenn es Crozzi wirklich nicht ist, dann haben wir, hätten wir nämlich sonst verloren quasi. Das, das gibt dann einen Imposter nicht mehr aus der Hand, wenn er noch einkillen muss. Deswegen nochmal skippen. Ja. Gut. So. Mit dabei übrigens. Kurze Stimme aus dem Jenseits. Michi, der Link ist noch aktuell, ne? Der im Willkommen-Chat steht, der Discord-Link. Ja, das ist richtig. Okay, gut. Dann schicke ich, dann sage ich da weiter, weil ich habe gleich vier Leute noch im Start. Okay. Das Jenseits ist wieder weg. Warte, was muss ich hier machen? Mutant. So. Mit dabei übrigens. Detective C ist Creme. Dann haben wir Trump, das ist Chris. Der Terror ist, glaube ich, einfach nur Terror. Und wen wir da noch so haben, ich weiß gerade nicht. Stefan ist dabei, also Crozzi. Und Michi. Ich glaube, ich habe alle. Wo muss ich hin? Admin ist noch eine Aufgabe. So. Ach ja, das ist ja schon ewig lange her, wo wir Videos hochgeladen haben, ne? Gut. Einfach alles weiß machen. Erledigt. Wo muss ich hin? Da unten lang. Es ist schon ewig her, dass wir mal... Oh nein, da ist Terror. Da ist Terror. Scheiße. Bin ich hier richtig? Oh nein, Terror. Also hier, Terror, das ist ein... Den kenne ich noch nicht. Und das ist Creme. Ich habe hier noch eine Aufgabe zu erledigen. Aufgaben erledigt. Office. Los geht's. Etwas überfordert? So. Und wieder da runter. Und dann dürfen wir es ja bald geschafft haben, oder? Da lang. Oh, schreckt mich nicht so. Ja, ich wollte nur mal fragen, wer denn noch Quests zu machen hat. Ich glaube, ich habe noch eine zu erledigen. Bitte? Ich glaube, ich habe noch eine zu erledigen. Ich bin gerade auf jeden Fall auf dem Weg zu einer. Das ist hier am Dekontaminationsgang und da ist Terror mit dabei. Ja, ich bin die ganze Zeit einfach nur hinterher gerannt, dass wir nicht gemeinsam sterben können. Okay. Okay, auch an die Toten. Ich weiß nicht, ob Chris oder Michi, aber es fehlen halt noch zwei oder eine Quest. Ich bin auch fit. Ja, und Luma muss dann noch eine Quest machen. Ich glaube, ich habe da eine. Ja, gut, dann, dann laufen wir jetzt weiter. Also der Kill-Timer ist jetzt eh wieder resettet. Okay. Warum müssen die Katzen ausgerechnet jetzt anfangen zu spielen? Kannst du es auch einfach zugeben, gepennt? Stefan, nächstes Mal, okay? Die ganze Zeit haben sie gepennt. Na, da hinten hin. Ich glaube auch, dass Stefan das ist. So. Dann machen wir diese Aufgabe mal wieder hier. Kabel und so. Neu. Wie frech einfach. Weißt du, wie frech der von mich umgebracht hat? So.
aber Chris, keine Angst, ich wusste das ja direkt. Ja, aber trotzdem so, was ich, das war doch Licht an, er bringt mich um, nicht das aus. Nein. War es okay. Doch, ich war mal nicht sicher, ja, ob... Doch, einfach auf Play. Ich war mal nach dem ersten Kill, war ich... Ja, auf Play, okay. Ich war mir halt nicht sicher, ob du ihn rein in die Falle reingibst und du hast ihn getötet, oder... Ja, aber das Problem an der Sache war, er hat sich doch viel zu wenig gewehrt dagegen. Ja, ich zieh die Jungs mal rüber. Hey, machen wir eine neue Lobby, oder? Achso, ja, stimmt, die Map ist scheiße mit zu vielen. Dann wollen wir starten, ist jeder ready? Wir sind 6. Jo. Okay, 2 Imposter-Tasten, angepasst Killcoder und das angepasst, ne? Und ja. Ejected sind oft, wir sehen nicht, wenn jemand Imposter ist. Hm. Ja. Oh. Okay. Wir wollen sie ein bisschen härter. Das heißt, wenn man einen rausgevotet hat, sieht man es nicht. So, okay. Und Newton. Newton. Und weiter geht's. Ich mach erstmal die Aufgabe da oben in Cafeteria. Und der Hund steht neben mir. Das ist. Ich fühle mich unwohl. Okay. Stefan. Das ist falsch. BMW. Hey, was ist denn hier? Ich bin komplett falsch gelaufen. Warum? Ich komme da von der anderen Seite noch rein, oder? Nein. Ich müsste da auch reinkommen. Okay. Tada! Fertig. Nächster Raum. Ach Katzen, bitte! Es ist doch nicht wahr. Ein wunderschöner. Oben rechts im Raum habe ich die Leiche gefunden. Gesehen habe ich die noch nicht mal. Also ich kann nicht sagen, wer es von beiden jetzt war, von den Leichen her. Grün, das stand beim Anfang bei Report Buddy. Da kommt die Farbe von demjenigen. Okay. Ja, ich habe auf einmal den Report-Button gehabt, keine Plan. Wo oben rechts? Also nicht Navigation, da drüber der Asteroids. Raum. Ja, genau der Raum. Okay. Ach so, Weapons. Ich bin schon, ich war schon mal Detektiv. Also ich war irgendwie der Einzige, der sich dachte, ich mach mal das Licht wieder an. Haben wir hier irgendwie so eine Gruppe, der die Dunkelfanatiker? Ich war im Reaktor gewesen. Ich war auch im Reaktor, ich hatte Angst. Ich habe ganz kurz Roll gesehen, da dachte ich, scheiße. Ich weiß nur, Detektiv ist für mich approved. Mit dem bin ich die ganze Zeit herumgerannt, dann habe ich ihn wieder gesehen am Elektrikraum, da habe ich keine Leiche gefunden. Aha, vielleicht tötet ihr ja zusammen. Aha. Das könnte auch gut sein. Mhm. Um meiner Rolle gerecht zu... Okay, wenn du mich proofst, musst du nämlich nicht hier mit in die Scheiße ziehen, okay? Genau. Also um mich mal zu proven, I'm the most proven guy. Leute, versucht mal unabhängig von mir bitte Terror zu proven, das fühlt sich dann gut für mich an. Aber wir sind doch die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ja, das stimmt allerdings. Also, ich weiß nicht, wie du spielst, aber ich denke mal, du hättest mich locker easy abgekillt, gerade wo das Licht ausgegangen ist. Erstens das, zweitens sind wir die ganze Zeit zusammengerannt. Hätte ich nicht einmal einer von den zwei killen können? Ja, das stimmt allerdings. Ich hab's zu zweit einfach gekillt. Gibt's ja, ihr geht immer zu zweit, genau, als Betrüger. Ja, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ja. Das würde genau ein suspicious Typ sagen, ne? Da müssten aber beide Leichen auf derselben Fleck liegen. Wenn Michi die Leiche nicht mal gesehen hat. Ja, das ist das Problem, ja. Jungs, was machen wir? Warte mal, du sagst, 10, ja, skippen, 9. Aber ganz kurz, Michi, du sagtest, sie liegt nicht da. Du bist von unten oder von rechts gekommen? Von links, von der Cafeteria bin ich reingegangen. Cafeteria. Könnte es sein, dass du sie nicht gesehen hast, weil sie eventuell auf dem Vent liegt? Ventkillweg möglicherweise? Es ist möglich, ja. Okay, gut, dass wir das jetzt erst in Betracht ziehen. Okay, danke. Weiter geht's. So, ich wollte eigentlich mal ansprechen, wieso in letzter Zeit eigentlich kaum Videos kamen, aber ich bin dafür, das mal wegzulassen, weil ich glaube, das gehört hier jetzt nicht in das Let's Play. Da kann man nochmal eine extra Folge drüber machen, da kann man nochmal ein extra Video drüber machen, so nochmal drüber quatschen. Aber wo ist denn jetzt nochmal meine Aufgabe hier drin? Ach, da!
Was? Achso. Was? Ja, wo denn diesmal? Ja, diesmal war es bei Electrical. Okay. Also Lights Out Kill weg. Genau. Anscheinend war die Person aber auch dabei. Ja, sie war halt dabei, das Licht wieder anzumachen. Okay. Okay, also Terror kann es nicht gewesen sein, definitiv nicht. Ja, aber der hätte nicht die Zeit, weil der war lauftechnisch war dahinter. Wie nenne ich dich am besten? Khan, oder? Hä? Meinst du mich? KYZ Küss. Achso, ja. Ne, kannst du auch Khan nennen. Ist kein Thema. Okay, Khan. Ja, sonst nehmen wir halt Ingame-Namen. Lauftechnisch war Terror definitiv hinter Khan. Der hat es nicht machen können. Unmöglich. Ich war immer noch in dem Raum drin und hab müsste noch die Karte. Deswegen sage ich ja, unmöglich, dass er es war. Also, ich habe nicht gesehen, ob er da rausgelaufen ist, aber ich weiß, dass Khan vorher rausgelaufen ist, dann ist das Licht ausgegangen. Sprechen wir gerade von dem Raum, wo ich auch mit dabei bin? Ich weiß Admin. Nicht, wie er kommt. Ja, du bist jetzt der Cafeteria, Admin. Okay. Das ist Admin, das ist Admin. Okay. Dann bin ich auch raus, weil ich mit den beiden zusammen da war. Beziehungsweise bin da noch drinnen mit dieser Karte beschäftigt. Alter. Ja, die musst du im richtigen Speed durchziehen. Ja, und komplett durch, das ist das Ding. Kann komplett es ein durch? Self-Report gewesen sein? Hm, ja, vielleicht, aber oder ich glaube auch eher weniger. Chris oder Self-Report oder Michi? Ja. Ich weiß nicht. Ich vergesse. Das wird langsam ja, eng, ne? Anhaltspunkt da, aber trotzdem einfach null. Also Chris oder Michi hatten wir jetzt gesagt, was mit Terror? Oder Selbstreport von Khan. Von Khan, ja. Das ja, ist Terror war anscheinend hinter BMW 3, deswegen. Das heißt, das sind wirklich nur noch Chris und Michi übrig, in dem Sinne. Nur das Selbstreport hat. Ja. Ah, könnte auch sein, wer weiß. Also es sind drei möglich, das ist das Problem. Gerade. Vier, wer ist der dritte? Also ich biete euch das mal an. Mal sehen, was dann rauskommt. Michi oder Khan? Okay. Nehmt den BMW-Fahrer einfach. Ist okay. Ich nehme gar keinen. Da hat gar keiner gebotet fast. Ja, weil sich jeder bis zum Schluss wirklich uneinig war. So, ich bin immer noch mit dieser beschissenen Karte beschäftigt. Ich habe keine Ahnung. Also ich muss sie komplett durchziehen, aber in dem richtigen Tempo. Ah, okay. So, da unten ist die nächste Aufgabe. Also, ich tue mich jetzt echt schwer, ne? Oh nein, Detektiv. Ernsthaft? Lol. Ey, wie konntet ihr Krämer decken? Ich verstehe es gar nicht. Also Leute, es waren noch 6 Spieler am Leben. Und Krämer will keinen rausvoten. Da muss irgendwas nicht stimmen. Ich dachte, sage ich jetzt ganz penetrant, du musst halt rausvoten, damit ich mich safe fasse? Hast du den am Anfang killen können oder den ersten? Ich hab mich sehen lassen, dass ich nach unten laufe, hab das Licht ausgemacht und bin im selben Moment nach oben gelaufen, dass du nicht sehen kannst, wie ich nach oben laufe. Hab da Krotzi gekillt und bin dann quasi nach Electrical gerannt, dass ich jemanden unten auf dem Weg wieder treffe, dass derjenige denkt, ich bin mit ihm unten rum entlang gelaufen. Und das war wieder ich. Sag mal, irgendwas habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ich war ja unter anderem auch noch am Leben. Jetzt gerade am Ende. Ja, aber wenn zwei Imposter leben und zwei Crewmates, dann können die Crewmates mich nicht mehr gewinnen. Ah, also du wurdest gerade umgebracht. Jemanden rausvoten. Ja. Okay. Du wurdest quasi zeitgleich mit dem Lost umgebracht. Naja, das Einzige, was man halt machen könnte, vielleicht die Quests fertig machen. Das verstehe ich halt nicht. Wieso zur Hölle bin ich jetzt pink? Deine Farbe wurde genommen. Du bist zu spät gejoint. Ja, dafür hat ein anderer den Blau bekommen. Jetzt kannst du wieder drauf. Ich warte eigentlich immer sehr lange mit dem Player Gen, damit jeder vorher auf Player Gen drückt, weil wenn wir gleichzeitig alle joinen, bekommt jeder seine Farbe wieder. Okay. Ja gut, von mir aus kann es weitergehen. Wie viele Tasks waren eigentlich noch übrig? Wir hätten da unten noch Shiny gerade. Sehe ich im Wartezimmer sitzen. Oh! 10 Leute. Mensch, jetzt wollte ich ihn loben! Play it! Das heißt, wir müssen jetzt alle wieder aus der Lobby raus, oder? Nein, 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 nein
Man muss noch raus, wenn man halt die Map ändert oder halt die Imposter. Okay. Die also restlichen Map, es gibt zwei Maps, die kannst du echt gut mit 10 Imposter spielen. Es geht nur auf der zweiten nicht. Ah, das geht auch. Welcher Code ja, der MMT? Ja, genau der. QRQ. Schöner Dingsums. Schöne Vent-Map. Das ist das andere Problem. Du kannst mit jedem Vent überall hin. Ja. Mega. Aber stark dumm. Welcher, ja, welches Ding seid ihr? EU, EU. 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 Aber machen wahrscheinlich. Wie häufig wurde ich die Runde verdächtigt? Nur meine. Nur meine. Das war echt Among Us. Der Among Us Matchmaker ist cool. Ja, muss ein paar Mal machen. Als du mich gedeckt hast, dachte ich mir so easy. Die Rolle ist es. Ja, ich also, wir merken uns mal Krämer nicht direkt als erstes töten, aber direkt rausboten, ne? Genau, genau. Ja, okay, gut, das haben wir. Stellen wir, das ist schon ziemlich... Wie kann das? Warum lebst du noch? Ich weiß, Junge! Ja, aber das hast du eine große Grabenmutter. Ich guck mal jetzt mal.